Heute geht es mal wieder um deine Private Area da unten. Ja genau, um deine beiden Kronjuwelen. Explizit darum, wie du deine Peniskartoffeln von Haaren entfernst und glatt bekommst wie ein Babypopo. Dass der Mann von heute untenrum kein Haar mehr trägt, sollte, glaube ich, jedem klar sein. Aber jetzt kommt die Frage, untenrum trimmen oder rasieren? Wenn du oder auch vielleicht deine bessere Hälfte Letzteres favorisierst und die Kronjuwelen blank sein sollen wie ein Babypopo, dann spitz jetzt auf jeden Fall mal die Ohren. Heute gibt es ein Sackrasieren-Tutorial der absoluten Extraklasse. Je nachdem, wie es da unten bei dir aktuell aussieht, solltest du im ersten Schritt erstmal deinen Vorgarten da unten einfach mal so ein bisschen zurechtstutzen. Denn erst wenn deine Hecke da unten einfach ein bisschen runtergetrimmt ist und die Rasenkante da unten steht, erst dann kann es weitergehen. Warum? Ähnlich wie beim Vollbart. Wenn du Vollbartträger bist, solltest du erstmal deinen Bart ein bisschen runtertrimmen, bevor du mit dem Nassrasierer loslegst. Wenn das erledigt ist, geht es im zweiten Schritt unter die heiße Dusche, damit deine frisch gestutzte Rasenkante als auch deine Haut schön weich werden. Denn wenn du dich rasierst, möchtest du natürlich, dass die Haut als auch die Haare so gut es geht nachgeben. So verringerst du die Gefahr, dass du dich schneidest. Und das geht am besten unter einer ordentlichen, heißen Dusche. Im dritten Schritt solltest du ein mildes Reinigungsgel oder Peeling dazu nehmen und deinen Körper als auch dein Sturmgewehr sowie deine beiden Handgranaten ordentlich reinigen und von Schmutz befreien. So trägst du dazu bei, eingewachsenen Haaren und Hautunreinheiten vorzubeugen. Wenn dein Körper, dein Johannes als auch dein Klingelbeutel ordentlich gereinigt sind, sind wir fast ready to go, aber auch nur fast. Weiter geht's nämlich jetzt in diesem Schritt mit einem Shaving Gel, welches du auf jeden Fall auftragen solltest als Vorbereitung in diesem Bereich, wo du dich später rasierst. Wenn das Shaving Gel aufgetragen ist, empfehle ich dir einfach ein, zwei Steps aus der Dusche rauszugehen, denn während der Rasur möchtest du natürlich nicht, dass das Shaving Gel wieder von deinem Körper abgewaschen wird oder du von dem spülenden Wasser irgendwie gestört wirst. Im fünften Schritt geht es dann weiter mit der Auswahl des richtigen Rasierers und bitte Leute, bitte tut euch als auch euren beiden Freunden den Gefallen und nutzt keine Einwegrasierer, sondern ausschließlich Profi-Tools. Denn ein Gärtner fängt ja jetzt auch nicht an, mit einer Fingernagelschere die Hecke zu scheren, oder? Das Profi-Package mit den absoluten Profi-Tools ist in diesem Zusammenhang das Ultra-Smooth-Package von der Marke Manscaped, die auch offizieller Partner des heutigen Videos sind. Ab jetzt ist das Ultra-Smooth-Package von Manscaped auch in Europa erhältlich und darin enthalten ist der neue Crop Shaver Intim, ein Nassrasierer, der speziell dafür entwickelt worden ist, den Intimbereich bei uns Männern zu rasieren. Der Crop Shaver verfügt über drei präzise Klingen, extra breit, Gleitstreifen und einen beweglichen Klingenkopf. Beim Ultra Smooth Package sind übrigens insgesamt 6 Klingen mit dabei und der Crop Shaver kommt in einem praktischen Aufbewahrungsetui. Und weißt du, was das Beste ist? Alle Produkte sind vegan und tierversuchsfrei. Und jetzt ist deine Zeit gekommen. Jetzt solltest du dir die Profi-Geräte für deinen Private Job da unten auf jeden Fall besorgen. Geh auf manscaped.com mit dem Gutscheincode DanielKorte bekommst du aktuell 20% als auch kostenlosen Versand. Also Leute, wenn eure Kronjuwelen da unten glatt sein sollen wie ein Babypopo, dann auf manscaped.com gehen, Gutscheincode eingeben und auf jeden Fall das Ultra Smooth Package nach Hause bestellen. Die Profi-Tools sind am Start und alle Vorbereitungen sind für die Skin-Fade-Sackrasur par excellence abgeschlossen. Jetzt kann es wirklich losgehen mit der Rasur. Und bei mir werden nicht nur die Haare am Klingelbeutel entfernt, sondern auch die Haare am Zepter selbst, wenn dort welche vorhanden sind. Und dann starte ich erstmal von oben nach unten. Erst die linke Seite, dann die rechte Seite und dann packst du nochmal dein Rohr, ziehst die Galaschenkopf nochmal nach oben und dann wirklich alles von oben nach unten runter rasieren. Und wenn du damit durch bist, geht's weiter mit deinen zwei kleinen eingeschäumten Freunden da unten. Und Leute, ich habe es eben schon erwähnt, der Crop Shaver ist kein Durchschnittsrasierer, sondern ein absolutes Profi-Tool, wenn du deine beiden kleinen Freunde da unten glatt haben möchtest wie ein Babypopo. Denn der Crop Shaver liegt ideal in der Hand, der ist wirklich super handlich und passt sich auch den Konturen ideal an und gleitet wirklich einwandfrei über die Haut, ohne dass du Angst um deine Familienplanung haben musst. Ich nehme dann nochmal das ganze Geschütz in die Hand, also Munition samt Sturmgewehr, ziehe nochmal alles nach oben und rasiere dann auch unten rum alles entspannt und geschmeidig weg. Kommen wir noch zu einem wichtigen Zwischenschritt. Wenn du ein paar Mal hin und her rasiert hast, solltest du auf jeden Fall nicht vergessen, den Rasierer zu entleeren und auszuklopfen, denn es verfangen sich immer mal ein paar Haare da drin. Deshalb auf jeden Fall die Haare zwischendurch entfernen, ein bisschen ausklopfen und dann rasiert der Rasierer auch immer perfekt on fleek. Anschließend kommen wir zum Feinschliff. Ich wasche dann nochmal komplett alles ab, klopfe den Rasierer nochmal aus und schaue mir meinen Kollegen als auch meine zwei Freunde da unten nochmal an. Double check nochmal alles und schaue, ob irgendwo noch Haare sind. Und falls ja, rasiere ich dann nochmal ohne Shaving Gel einfach mit dem Crop Shaver über meine Kronjuwelen drüber. Und nein, ihr braucht euch keine Gedanken machen. Die extra weichen und dicken Gelkissen vom Crop Shaver sind wirklich optimal. Damit kann man auch ohne Shaving Gel über die Familienplanung drüber gleiten.
Und wenn ihr anschließend dann über eure zwei kleinen Freunde drüber streichelt, ich sag euch, dann fühlt sich wirklich alles picobello an. Und nein, Leute, wir sind noch nicht fertig. Auf gar keinen Fall. Jetzt kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Wenn ihr jetzt mit der Rasur durch seid und aus der Dusche raussteppt, dann benutzt auf jeden Fall ein frisches Handtuch und tupft euch vorsichtig damit ab, also die rasierte Stelle wirklich vorsichtig abtupfen, damit keine Reibung entsteht und die Gefahr minimiert wird, dass du irgendwie Rasurbrand bekommst. Wenn du dann mit der Rasur durch bist, dich vorsichtig abgetupft hast und trocken bist, dann geht es weiter im letzten Schritt mit der passenden Pflege für deine Kronjuwelen und auch hier könnt ihr euch auf Manscaped verlassen. Und anschließend fühlt sich da unten nicht nur super an, sondern ihr fühlt euch auch super, denn der Kollege da unten erscheint auf einmal viel, viel größer. Und falls dir an dieser Stelle jemand einfällt, der nicht nur seinen Vorgarten da unten ein bisschen stutzen sollte, sondern wirklich mal alles wieder picobello blanco rasieren sollte, teile lieben gerne das Video mit ihm und schaut auch auf jeden Fall bei Manscaped vorbei. Mit meinem Gutscheincode DanielKorte bekommt ihr 20% Rabatt als auch kostenlosen Versand. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und by the way, das Ultra Smooth Package eignet sich auch ideal zum Verschenken. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Rasieren. Eure zwei kleinen Freunde da unten werden es euch danken.